Anhörung des Angeklagten Hüseyin Köksecan. Sie verzichten auf einen Anwalt und vertreten sich selber. Nun, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Möchten Sie aussagen? Ich sage aus. Wir haben einige Anklagepunkte und Tatvorwürfe, zu denen ich Sie gerne befragen würde. Zu viele Körperverletzungsdelikte, zu geringe Hemmschwelle. Da wo ich herkomme, nennen wir das Respektschelle. Zu viele Pisser machen hier einen auf Babo. Ziehen einen Gramm Koks und fühlen sich wie Rambo. Sie lernten nichts von Respekt in ihrem Leben. Ich geh allem aus dem Weg, doch schau nicht weg, wenn ich es sehe. Ich hab wirklich kein Interesse, doch leistest du keinen Widerstand. Verwechseln diese Menschen Höflichkeit mit Schwäche. Zu ihren Vorstrafen gehört auch schwerer Raub. Was man nicht macht in seiner Jugend, wenn man Knete braucht. Und obendrein fehlte die Anerkennung in der Drecksgegend. Aber anderen Menschen ihr Brot wegnehmen, ist beschämend. Ich war ein Haufen Scheiße, heute begreif ich's, als mein Vater zu mir meinte, mit dem Alter kommt die Reife. Ihr Umfeld ist gefährlich, die Gesichter kennt man. Ja, das sind Gangster, auch sie können das nicht ändern. Die sind nicht wie sie, ihr Leben ist verdammt schwer. Trotzdem sollte man nicht alle über einen Kamm scheren. Man sagt, sie seien schwulenfeindlich, es wird so geredet. Ich nehm keinen Hintereingang, wenn es auch von vorne geht. Ist mir egal, sollen sie's machen, wie sie's meinen. Aber Rap Rebel ist 100% Schwanz in die Scheide. Äußern Sie sich bitte zu der Frauenfeindlichkeit. Ich bin dominant, aber frauenfeindlich nein. Das Problem ist, Mann und Frau spielen heutzutage Rollentausch. Zu viele Männer haben an Frauen ihren Stolz verkauft. Das macht keinen Sinn, das ist Dreck und ist Gelaber. Zum Beispiel ist nicht so groß wie der Respekt vor meiner Mama. Ihr Wort ist mein Gesetz, ihr Lächeln ist mein Sieg. Ihr Leben heißt Frieden, ihre Tränen heißen Krieg. Stimmt, dass man sagt, sie vergiften die Jugend? Klischee, ich nehm lediglich den Stift und ich blute. Ich fress es in mich rein, diese Krisen in meinem Bauch. Ich öffne nur per Mucke mein Ventil und lass es raus. Sie lieben mich und denken, dieser Typ ist so wie wir. Anscheinend können sich die Kids mit ihnen identifizieren. Ja, richtig, eure Kinder kacken auf ihr Abi. Zeigen nur auf mich und sagen, das ist unser Abi. Sie hören nur auf mich und hören nicht auf euch. Sie schreien Rap Rebel, als wäre es Hitlerdeutsch. Und das finden sie gut, was ist daran lobenswert? Warum nicht? Ich bin kein krimineller Drogenkerl. Und auch kein Junkie, so wie Sido, der sie fehlleitet. Nur ab und zu wütend, denn auch mir geht scheiße. Ich hab auch Probleme, ich hab auch Familie. Meine Ex ist ne Fotze, ich hab auch mal Krisen. Und warum tun sie Rapper namentlich zu frei machen? Sorry, doch die anderen Rapper machen es mir einfach. Leben in einer Kleinstadt, erzählen was von Ghettos. Reden respektlos, ihr Leben sei gesetzlos. Alles monoton, reden so ein Straßendeutsch. Das stimmt, und was war mit dem Moneyboy? Was ich mit Moneyboy tat, ist was, wo Meinungen sich scheiden. Doch auf irgendeine Weise war die Scheiße meine Meinung. Peinlichkeit in Form von Millionen von Klicks. Für kurzen Augenblick war meine Vision so gefickt. Ich fühlte mich im Namen von Rap so beleidigt. Musste den Leuten zeigen, dieser Dreck ist so peinlich. Mein Song schickt ihn back an sein Hobby Mike. Das hier ist Rap, auf dem Stempel ist ein Copyright. In Wien haben sie gestichelt, haben da was erzählt. Ja, ich war auf der Bühne und schrie Raf Camora lebt. Sie sind anti-alles und schwimmen gegen das System an. Ich sterbe, doch verkaufe meine Seele nicht dem Shaitan. Widerstand, lieber blut ich jeden Tag, anstatt eine Marionette zu sein und tun, was man mir sagt. Ich leugne mich nicht selber, das wäre ehrenlos. Ich bin Rebell, ich bin der Gegenpol. Und wenn ich ab morgen keine Platte mehr verkaufe, ist das schade. Doch kann vor meinem Spiegelbild behaupten, ich war gerade. Protokoll beendet, Sie als Bürger haben Rechte. Und genauso haben Sie auch Ihre Grenzen und Gesetze. Die sollten Sie lieber respektieren und auch schätzen. Das war's soweit, es sei denn, Sie wollen irgendwas ergänzen. Möchten Sie eventuell noch irgendwas berichten? Ja, fick den Richter, nur Gott kann mich richten.